Hallo, mein Name ist Rago Vuković. Herzlich willkommen zum Jagdfieber. Er ist derzeit leider verletzt, sorgt aber im Rückraum für viel Sicherheit. Unsere Nummer 6, Drago Vuković, herzlich willkommen. Dankeschön. Drago, du siehst auch noch ein bisschen bleich aus, genauso wie ich, gerade eben gegen die Partie gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Ende, 30-30. Was überwiegt, die Freude über den Punkt oder eher die Trauer, dass man den Sieg nicht geholt hat? Ich denke, wir haben verdient, heute zu gewinnen, aber am Ende so ist Sport, so ist Handball und ich muss sagen, unglaublich große Glückwunsch zur Mannschaft und die haben unglaublich gut gekämpft und bis letzte Sekunde, zum Glück hat keiner gehalten, dieser letzte Wurf, aber super Leistung von Männern und schade, dann wir haben nie gewonnen, aber ich sage wieder, das ist so ein Sport. Wir waren klein Führung zur Halbzeit, 6 Tore Vorsprung, warum hat es am Ende nicht gereicht, was ist in der zweiten Halbzeit passiert? Ich denke, zum Beispiel erste Halbzeit, wir müssen meine Meinung mehr Tore führen, wir haben ein paar dumme Fehler gemacht im Gegenstoß. Ich denke, eine Gegenstoß 7 Meter verworfen und so. Und, aber ich denke, die zweite Halbzeit fehlt ein bisschen Kräfte bei uns. Und, wir haben richtig gut mit Kopf gespielt, Abwehr steht richtig gut. Ich habe Probleme gehabt, 6-6. Ich habe mit 7. Feldspieler gespielt ohne Torwart. Und ich sage, wir haben eine super Leistung von uns. Und am Ende fehlt ein bisschen, aber. Aber spielen wir so weiter, wir können richtig hoch am Ende sein auf der Tabelle. Es ging auch sehr hitzig zu. Einige waren mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht zufrieden. Kreso mit der roten Karte, wie hast du das gesehen? Ah, denke, das war kein Rot. Dann fast jeder so 2 Minuten voll kann Rot sein. Aber das ist Schiedsrichterentscheidung. Und ich sage auch, das ist auch nicht einfach, Schiedsrichter zu sein. Und nach jedem Spiel immer eine von Mannschaft sagt, ja, Schiedsrichter waren nicht gut und so, aber das ist, ich sage, Spieler ist nicht einfach sein, Trainer ist nicht einfach, Schiedsrichter ist nicht einfach und ich finde auch in Handball sind viele Sachen auch nicht klar. Bei Regeln gibt es immer Entscheidungen 50-50 und manchmal entscheidet Schiedsrichter so, manchmal so und dann hast du Gefühl, die pfeifen gegen dir und das finde ich richtig schlecht im Handball und nicht solche blaue Karte, das brauchen wir sowas nicht und ich denke, gibt es genau Regeln, wann ist 7 Meter oder sowas und manchmal ist das 9, manchmal ist Stürmer voll, manchmal so und das ist eine große Frage für unseren Sport. Mir geht es immer so mit abgestanden im Kreis, wann ist jemand im Kreis und wann nicht nach dem Sprungwurf? Ja, das ist immer, ich sage immer, wann Rückraum geht zwischen 1-2 und ja. Einzige, normalerweise, was muss Schiri schauen, wo steht außen, im Kreis oder draußen, was steht draußen, dann ist klar, Stürmer voll, wann er steht, wann er springt nicht auf ihm, aber manchmal ist das so, manchmal so, das ist, ich sage, das ist nicht einfach auch. Das Spiel ist vorbei, 30-30, wir können es nicht ändern, aber wir gucken jetzt nochmal die Highlights an. Am Ende steht Frust beim Berliner Anhang und dazu trägt auch diese Szene bei. Beim letzten Wurf der Berliner wird Peter Nenadic von Ex-Fuchs Alexander Pettersson klar freiwurfwürdig gehindert. Doch ein Pfiff des Schiedsrichtergespanns bleibt aus. Das Spiel endet mit einem 30-30 Unentschieden und Frust auf Seiten der Berliner. Warum? Wir haben nichts gewonnen in diesem Spiel und warum Schiedsrichter hat zweite Halbzeit, ich kann sagen, mehr geben zu Rhein-Neckar Löwen, aber das ist, ich sage immer so, wann Füchse Berlin spielt. Gerade in der ersten Halbzeit ist es ein Füchse-Berlin-Spiel. Die Zuschauer im ausverkauften Fuchsbau sehen die bis dato wohl beste erste Heimspielhalbzeit dieser Saison. Abschlussstark im Angriff präsentiert sich dabei der Norweger Kent Robin Tönnesen, der sich in den letzten Wochen wohl ins Visier des ungarischen Spitzenteams Veszprém gespielt hat. Er und Silvio Heinevetter sind die spektakulärsten Protagonisten in der Anfangsphase in einem willensstarken Füchse-Team. Parade Heinevetter, ein perfektes Anspiel auf den gestarteten Bjarkimar Ellison. Die Füchse setzen sicher 1-1 das um, was im Vorfeld der Partie als Masterplan gegen den Meister ausgearbeitet worden ist. Aber eben dieser beherrscht auch das Deckungsspiel und verfügt ebenfalls über Geschwindigkeit im Spiel nach vorn. Ex-Fuchs Pettersson mit dem Treffer. Was im ersten Durchgang eine Stärke der Berliner ist, ist neben einer starken Deckung die Tatsache, dass die Spieler von Velimir Petkovic immer wieder Wirkungstreffer setzen können.
Gerade dann, wenn die Löwen ein Stück weit herangekommen sind. Lindberg bedient hier Ellison. Auch der zweite Durchgang beginnt schwungvoll, Nenadic nicht zu fassen. Ein Grund dafür, warum die Rhein-Neckar-Löwen wieder zurückkommen in diese Partie, ist, dass sie immer wieder schnelle Treffer erzielen können. Bei den Füchsen bleibt eine klare Spielanlage vorhanden. Bjarkimir Ellison findet immer wieder die richtigen Räume. Und Kent Robin Tönnesen stellt wieder unter Beweis, dass seine Hochzeit bei den Füchsen gerade voll im Gange ist. Aber die Löwen sind gefährlich, weil sie schnell sind. Die schnelle Mitte des deutschen Meisters ist ein Weg zum Erfolg. Peter Nenadic passt hinter dem Rücken, ein Beweis dafür, wie handlungsschnell der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit agieren kann. Die Deckungsarbeit der Spieler von Vilimir Petkovic hätte einen Sieg zweifelsohne verdient. Dieser Treffer des Verteidigungsministers Jakob Gujun steht exemplarisch dafür. Und doch, auch die ungleiche 7-Meter-Verteilung und die Abschlussstärke der Rhein-Neckar-Löwen in diesen Duellen führt zum Unentschieden. Ein Punkt ist auch nicht schlecht, würde ich sagen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen, aber wenn du hast schon zwei in der Tasche, ist es bitter, einen zu verlieren. Ja. Am Ende steht Enttäuschung über einen verlorenen Punkt, doch wer den Coach der Rhein-Neckar-Löwen derart auf die Palme bringt, wird nicht nur den Löwen künftig das Fürchten lernen können. Drago, du bist in der zweiten Saison bei den Füchsen. Wie fühlst du dich wohl in Berlin? Ah, super, Berlin ist ein richtig guter Stadt und die Mannschaft ist richtig gut und super Leute, super menschlich so und ist perfekt. Was kann man sagen? Ist richtig schön. Du bist derzeit verletzt, hattest wie Fabi eine OP an der Schulter. Wann ist wieder mit deinem Einsatz zu rechnen? Wann dürfen sich die Fans wieder auf dich freuen? Keine Ahnung, jetzt ich mache jeden Tag Reha und jeden Tag. Ich trainiere konditionell so ein bisschen Beine, andere Hand und so. Diese Hand, welche habe ich operiert, mache ich viele Bewegungen und so. Ich probiere mich in schnellster Zeit wie möglich, da ich komme zurück und wir versuchen alles, aber ich mache selber keinen Druck. Ich will wieder gesund sein, ich will noch 2, 3, 4 Jahre spielen Handball und keine Ahnung. Ich gebe von mir selbst alles. Physios machen super Arbeit und schauen wir. Die Mannschaft hatte ja viel Verletzungspech in letzter Zeit, konnte das aber eigentlich ganz gut kompensieren. Kent war lange verletzt und spielt zurzeit überragend. Wie siehst du seine Leistung? Ja, super. Diese letzte Zeit spielt überragend und freue mich wegen ihm und ich hoffe, da macht er so weiter. Um Kent geht auch der nächste Beitrag, der ist ja sehr modebewusst. Er war mit zwei Fans bei eurem Ausstatter Bekon, die haben dort eingekauft. Bist du auch so modebewusst wie Kent oder wie sieht es bei dir aus mit Mode? Ah, ich bin nicht so, ich bin fast immer in dieser Trainingsanzug und wenn ich anziehe so Jeans und so, alle fragen, wo gehst du, was machst du jetzt? Alle machen Spaß mit mir, aber freue mich, dann wir haben so Anzüge und alles, wir sehen richtig gut aus und wenn wir kommen so zum Heimspiel und ist richtig schön. Ja, was die beiden Fans mit Kent erlebt haben, das schauen wir uns jetzt an. Wir dürfen gespannt sein. Kent Robin Tönnesen gilt allgemein als gut gekleidet. Vielleicht auch, weil er gar nicht anders kann. Da Kent ja aus Norwegen kommt und die Leute aus dem Norden, aus Schweden, aus Norwegen ja immer als sehr stylisch beschrieben werden. Und so wie ich ihn privat, also Bilder schon mal gesehen habe, finde ich den Stil aus den nordischen Ländern immer sehr schön, auch Dänemark etc. Von daher ist das immer sehr schick, sind sie schick angezogen und so, ja. Umso schöner war es dann natürlich, dass für zwei Füchse-Fans nach einem Facebook-Gewinnspiel die Möglichkeit bestand, sich mit dem frisch gebackenen Vize-Weltmeister höchstpersönlich über Style und Handball auszutauschen. Überlegt habe ich mir, da ich einen Artikel über ihn gelesen habe, als er vor 1,5 Jahren nach Berlin gekommen ist, dass er noch nicht wirklich angekommen ist und dass er bis jetzt nur die Mauer gesehen hat in dem Sinne und sonst die Hallen von innen, wie er sonst in Berlin angekommen ist und wie ihm das Leben hier gefällt und ja, ob er sich wohlfühlt und vor allem, wie es mit seiner Sprache ist. Dann hat er mir erzählt, dass er in Wetzlar, wo er vorher gespielt hat, nur Englisch geredet hat und hier bei den Füchsen ist es halt so, man muss nur Deutsch reden, man darf nur Deutsch reden und ja, wenn man sich in einer anderen Sprache äußert, muss man in die Mannschaftskasse einzahlen, was man natürlich immer nicht möchte als Spieler. Und ja, und ich kann bestätigen, er kann sehr gut Deutsch sprechen schon für die 1,5 Jahre und dafür, dass er keinen Deutschkurs besucht hat. Es ist wirklich sehr gut. Kent Robin Tönnesen trägt gerne auch mal einen schicken Anzug, aber nicht immer.
Der Norweger dreht, wie man so sagt, gewaltig den Zweck auf. Eine Vokabel, die ihn mehr beschreibt, als dass er sie selbst über sich verwendet. Schweck. Zweck. Schweig. Zweck. Schweck. Was ist Schweck? Das heißt ungefähr, sehr gut modisch gekleidet zu sein, sehr stylisch zu sein. Würdest du sagen, du hast den Zweck? Tja, heute vielleicht, ja. Mitspieler, die ebenfalls den Zweck aufdrehen, hat er viele. Einer sticht dabei aber stets heraus. Bjarke Mare Ellison, muss ich sagen. Kent Robin Tönnesen selbst steht derzeit für Maßarbeit auf und wie man hier sieht, auch ein wenig neben dem Feld. Als besonderes Andenken an dieses Meet and Greet trägt Hagen demnächst einen Maßanzug mit eigengestickter Unterschrift des Vereinsweltmeisters. Ich glaube, das ist ein Highlight überall. Den Anzug kann man ja überall tragen. Also ist ja ein sehr schicker Anzug. Und ja, wenn man dann mal gemütlich mit ein paar Kumpels zusammensteht und das aufmacht und sagt, hier, ich habe eine Unterschrift von einem berühmten Handballspieler, oh, ich glaube, das ist immer interessant. Lachende Gesichter, gute Beratung und viele beantwortete Fragen bleiben nach dem Shoppingausflug mit dem frisch gebackenen Vize-Weltmeister. Es ist natürlich wichtig, also es macht immer Spaß für uns, die Fans zu treffen. Ich bin auch zufrieden, dass wir haben Zeit gefunden mit unserem Spielprogramm. Das ist natürlich nicht einfach, aber ja, das ist natürlich cool, mit dir zu quatschen und zu treffen. Trotz sprachlicher Umgewöhnung am Anfang fühlt sich Kent Robin Tönnesen wohl in Berlin und aus modischen Gesichtspunkten betrachtet wusste er schon immer, wie er sich auszudrücken hat. Drago, im Film sagt Kent, Bjarke wäre der zweitbest angezogenste Spieler, wahrscheinlich steht er erster Stelle. Hat der Hans und Heine vergessen oder wie siehst du das Ranking? Ich denke Heine Erster. Heine Erster? Ja, ja. Und so, Heine und Kent. Heine hat so einen kleinen Modetick? Ja, so Modetik. Er hat so schöne Klamotten und so macht er so oft als alle anderen, aber so macht er. Das ist, ich sage immer, das ist sein Leben, er sieht so gut aus und kann so weitermachen. Wer geht bei dir einkaufen oder gehst du online shoppen? Wie machst du das? Einmal online, einmal draußen. Wann habe ich Lust, dann gehe ich spazieren ein bisschen auf Kudamm und so oder Friedrichstraße und so. Und kaufst alles auf einmal ein? Ja, ja, nur wann ist Sale. Sehr gut. Lass uns am Abschluss noch eine modische Frage zu den Füchsen stellen. Wir haben drei Trikots, rot, grün und silber. In welchem fühlst du dich am wohlsten? Was ist dein Lieblingstrikot bei den Füchsen? Grün. Grün? Ja, dieses ist grün. Das ist Heimspieltrikot? Ja, ja, ja. Und das ziehen wir immer an vor diesem Publikum. Heute ausverkaufte Halle, über 9000 Zuschauer. Ja, das war's für heute beim Jagdfieber. Wir sagen danke an unsere Nummer 6, Drago Vukovic. Gute Besserung und danke. Bis bald.